Beim neuartigen Coronavirus handelt sich es sich um eine Atemwegserkrankung, die Lungenentzündungen und allgemein fieberhafte Erkrankungen verursacht. Das heißt, sie macht sich in der Regel durch Fieber, Atemnot und andere Symptome, die wir von der gemeinen Virusgrippe kennen, bemerkbar. Die Übertragung des neuartigen Coronavirus findet über Tröpfchen in der Außenatemluft statt. Das bedeutet insbesondere intensive Kontakte mit anderen infizierten Menschen bei Großveranstaltungen, führt dazu, dass die Infektionsgefahr steigt. Das Coronavirus kann eine ganze Bandbreite an Symptomen verursachen. Allen gemein ist, dass eine fieberhafte Atemwegserkrankung mit Husten und Atemnot vorliegt. Das bedeutet an dieser Stelle, dass Fieber, Lungenentzündungen die Hauptsymptome sind, aber gleichzeitig das gesamte Immunsystem und der ganze Körper betroffen werden kann. Also die Bandbreite der Symptome kann dann tatsächlich von Durchfall bis zu Kopfschmerzen reichen. Die Unterscheidung zwischen dem neuartigen Coronavirus und der saisonalen Influenza, der echten Virusgrippe, ist sehr kompliziert. Es ist so, dass beide Krankheiten mit einer fieberhaften Atemwegserkrankung, also typisch ist der plötzliche Beginn, das hohe Fieber und auch diese ganz allgemeinen Muskelschmerzen, Husten, Atemwegssymptome einhergehen. Und deshalb ist eine rein klinische Unterscheidung, wie wir sagen, also anhand der Äußerung der klinischen Beschwerdebilder, nicht möglich. Wenn jemand Sorge vor dem neuartigen Coronavirus hat, also immer dann, wenn eine fieberhafte Atemwegserkrankung vorliegt, kommt es zunächst darauf an, ob eine Übertragung überhaupt möglich wäre. Also bei Aufenthalt im Risikogebiet oder direkt Kontakt zu infizierten Menschen besteht ein besonders hohes Risiko. Es ist wichtig, nicht einfach in die Behandlung, also in die Arztpraxis oder die Notaufnahme der Klinik zu gehen, sondern in dem Fall die 116 117, die bundeseinheitliche Nummer der kassenärztlichen Bereitschaftsärzte anzurufen, um dort weitere Beratungen und Abstriche zu bekommen. In den meisten Regionen ist es so organisiert, dass die Ärzte dann zu den Patienten nach Hause kommen, um Gefährdung für andere Menschen in den Wartezimmern auszuschließen. Es gibt leider bis heute keine spezifische Behandlungsmöglichkeit für das neuartige Coronavirus. Es gibt einige Substanzen, die experimentell für schwerkranke Menschen angewendet werden, und derzeit liefen insbesondere in China, aber auf der ganzen Welt Arzneimittelstudien, um Medikamente bezüglich ihrer Wirksamkeit zu untersuchen. Telemedizin bietet grundsätzlich Chancen in der Betreuung von Coronavirus-Erkrankungsfällen und auch Verdachtsfällen, weil schlussendlich fordern wir unsere Patienten heute auch auf, beim Vorliegen fieberhafter Atemwegserkrankungen zunächst mittels Telefon eine Beratung zu erfahren. Natürlich könnte das auch in der Skype- oder Videosprechstunde erfolgen. Ganz wichtig zum jetzigen Zeitpunkt ist es, die Übertragung des neuartigen Coronavirus um jeden Preis zu verlangsamen. Weil die Übertragung durch Tröpfchen in der Außenatemluft stattfindet, sind die Empfehlungen, insbesondere für gefährdete Menschen, also Menschen jenseits des 60. Lebensjahres, Menschen mit Immunschwächeerkrankungen oder Menschen, die eben sogenannte strukturelle Lungenerkrankungen, also zum Beispiel chronische Entzündungen der Lunge haben, die sollten sich besonders schützen. Und es kann dadurch erreicht werden, dass es in der Öffentlichkeit weniger Kontakte gibt, die wahrgenommen werden. Ganz wichtig ist, sich regelmäßig die Hände zu waschen, weniger ins Gesicht zu fassen und sofern möglich eben auch zu Hause zu bleiben, zum Beispiel den Einkauf nur auf einmal in der Woche statt jeden Tag zu planen. Aber dann muss von Fall zu Fall unterschieden werden, wie gut das möglich ist. Grundsätzlich verursacht die Coronavirus-Erkrankung erfreulicherweise in den meisten Fällen eine fieberhafte Atemwegserkrankung, die der menschliche Organismus gut überstehen kann. Besonders gefährdet sind ältere Menschen jenseits des 60. Lebensjahres und Menschen, die Immunschwächeerkrankungen oder Erkrankungen haben, die mit einer Immunschwäche einhergehen, also zum Beispiel Menschen, die Chemotherapie oder anderes bekommen. Hier ist die Gefahr für einen komplizierten Verlauf deutlich höher.